Was ist in dieser Konzerthalle in Russland passiert? Es ist Freitagabend. Die Besucherinnen und Besucher freuen sich auf ein Konzert der Band Picnic. Gegen 20.30 Uhr Ortszeit bei Moskau dringen bewaffnete Männer in die Halle ein. Sie schießen, legen Feuer und töten und verletzen viele Menschen. Ein Ableger der Terrororganisation IS bekennt sich zu dem Anschlag. Terrorismusexperten halten das für glaubhaft. Auch weil die USA Russland Anfang des Monats vor einem Anschlag gewarnt haben sollen. Wladimir Putin hat das vor 4 Tagen noch öffentlich zurückgewiesen, hat sich fast schon so ein bisschen lächerlich über diese Warnung gemacht. Und jetzt sieht er natürlich schlecht aus. Und das erklärt, glaube ich, auch diese ganze Desinformationskampagne, die wir jetzt sehen. Russland betreibt Propaganda, dass Spuren in die Ukraine führen sollen. Die Ukraine selbst sagt, sie habe nichts mit dem Anschlag zu tun. Auch westliche Sicherheitsbehörden halten das Bekenntnis des Ablegers der Terrororganisation IS für glaubhaft.